Hallo und herzlich willkommen hier bei GamesFinest.de auf unserem YouTube-Kanal. Wir sprechen über Ancestors von Destructive Creations und gepublished wird es von 1C. Was ist es? RTS-Game, mittelalterliches Setting. Wir haben Briten, wir haben Slawen, wir haben Wikinger und zu guter Letzt haben wir noch die Germanen, die wir spielen können. Die kommen jeweils mit einer eigenen Singleplayer-Kampagne, also jeweils eine, sprich insgesamt vier. Wir haben einen Multiplayer-Modus, bei dem bis jetzt schon 3-gegen-3 Multiplayer-Matches möglich sind. Haben wir nicht gespielt, wir haben Singleplayer gespielt, aber man versichert uns, soweit ist man schon. Und man überlegt sogar, ob man nicht 4-gegen-4 ermöglichen kann. Sind also gespannt. Wir kriegen auch ein Entwicklerbild demnächst, da werden wir dann auf jeden Fall auch mal spielen, reinschauen und dann eine schöne geschriebene Preview wird es dann von uns geben. Aber was ist denn überhaupt Sache? Das Spiel sieht gut aus. Taktische Optionen sind ziemlich vielfältig. Wir haben nur kurz reingespielt, so ungefähr 90 Minuten Demo gab es hier. Was für ein Spiel mit der taktischen Tiefe nicht besonders viel ist. Aber man kann trotzdem sagen, taktisch ist es ist sehr, sehr taktisch. Man muss gut überlegen, bevor man seine Einheiten irgendwohin auf so einer Karte verschiebt. Man hat ein bisschen Basenbau. Nicht so, es ist auf keinen Fall so ein Micromanagement wie bei StarCraft. Das gefällt mir sehr, sehr gut, weil ich ja eher so der Noob-Player bin. Ich spiele ab und zu mal gerne so ein strategisches Spielchen, aber ich will mich halt da nicht reinfuchsen und dann gegen irgendwelche koreanischen Vollprofis antreten. Da bin ich halt einfach geistig nicht zu in der Lage. Deswegen gefällt mir das Spiel an sich sehr, sehr gut. Mehr und ausführlichere Infos gibt es dann im September, wenn wir den Entwicklerbild haben. Dann bis dahin, bleibt uns treu und auf Wiedersehen.